Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil vom LS17 Force Projekt, hier im Multiplayer-Modus zusammen mit Ansgar von Nordrhein TV Play. Hallo zusammen. So, ja, es geht weiter auf unserer neuen Map jetzt hier mit dem Force Projekt. Wir bauen erstmal unsere Maschinen hier auf, bevor wir dann gleich wieder loslegen und die ersten Bäume mal hier fällen. Damit es hier schon aussieht mit den Reifenspuren, einfach alles weiß, voller Reifenspuren. Er war letztes Mal auch immer bei dem Force Projekt so, ne? Ja. War immer sehr, sehr viel. Alles abgefahren. Ja. So, ich muss nochmal eine Runde drehen, nochmal mehr Reifenspuren hier hinten. Es gibt ja auch Anhänger mit Autoload, ne? Wie jetzt? Was kann das dann? Das heißt, du stellst dich neben einen Baumstamm und dann musst du den nicht selbst einladen, sondern also mit der Poltergabel, so heißt die ja, glaube ich, ne? Ja, genau. Sondern, du drückst dann einfach auf eine Taste und dann wird es automatisch eingeladen. Die ganzen Baumstücke oder was? Ja. Bei unseren Massen, also es ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber bei den Massen, die wir hier immer einladen müssen, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Müssen wir mal überlegen. Das ist natürlich auch eine gute Idee, ja. Jetzt ja nicht mehr so realistisch, aber. Ja, genau. Entspannter. Das ist halt dann halt das Ding, ne? Da mussten sie immer. Aber gut. Ist eine Förderbandschlange realistisch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es keine Wiederholte, das ist auf jeden Fall realistisch. Ja. Seitdem wir dieses Forstprojekt gemacht haben, wird es international von Bauern und Forstwirten nachgeahmt. Ja. Es war ein neuer Meilenstein in der Forstwirtschaftsforschung. Wir haben schon Einsendungen bekommen von Bildern, wo die das wirklich nachgestellt haben. Wir haben natürlich auch das Patent direkt angemeldet, ne? Ist ja klar. Ja. Seitdem sind wir reiche Leute, der Leon und ich. Ja, deswegen ja. Kam auch kein Forstprojekt mehr, weil wir uns dachten, ach komm, scheiß auf die Kohle. Jetzt müssen wir uns neue Sachen überlegen, damit wir noch mehr machen, noch mehr Geld. So, brauchen wir überhaupt den Radlader im Wald? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich haben wir doch schon alles, was wir brauchen, oder? Ja, wir haben alles, genau. Ich fäll hier auch schon fleißig. Sehr gut, ich hole jetzt meinem Unimog einfach mal einen normalen LKW-Anhänger. Das heißt, mit Autoload, nochmal jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Forstanhänger nebendran stelle, wird das automatisch aufgeladen oder was? So habe ich das verstanden, ja. Echt? Krass. Dass das geht. Jetzt mit dem Unimog habe ich auch hier den Dolly angehangen, dabei hat er doch extra so eine Sattelkupplung. Aber was glaube ich noch ganz witzig wäre, wäre eine Schlange, also wenn es wirklich mal irgendwann, es gibt ja Follow-Me-Mod, ne? Ja, hab schon mal gehört, ja. Also das heißt, du kannst dann einstellen, dass der dass das Fahrzeug hinter dir einfach folgt. Mhm. Egal wie du fährst und so, also der fährt wirklich genau die Spur hinterher, oder was? Ja, ich glaube schon. Und das wäre ja vielleicht ganz witzig, so eine Schlange von MAN-Fliegeldinger. Das wäre natürlich geil. Das heißt, meinst du, dass der zweite auch weiter folgt? Bitte? Meinst du, dass die... Also man kann das mit 3 oder 4 oder 5 oder so sogar machen, aber ich muss das nochmal gucken, ob das nur auf dem Feld geht oder ob das tatsächlich auch so geht, wie ich es gerade beschrieben habe. Okay. Ja, Udo, ich warte hier schon. Ja. Ich habe hier schon alles abgeholzt. Ich bin dann auch mal da. Ja. So. Wenn ich positioniere den Biest das noch ein bisschen um, ein bisschen mehr an den Rand vielleicht, damit dann doch sonst ein bisschen eng vielleicht hier. Hier ja, kannst machen. Wenn dem feinen Herr das so nicht beliebt, dann kann das gerne umstellen. Also so kann ich nicht arbeiten. So. In 10 Folgen können wir dann anfangen. Ja, also schaltet in 10 Folgen wieder ein. Nein, natürlich nicht. So. Also, man Fliegel natürlich auch wieder umparken. Ja. So. Aber willst du nicht mit dem Scorpion King das wieder machen, oder? Doch, aber ja. Du hattest den eben und ach so, okay. Deswegen dachte ich, du wolltest damit. Ist okay, nee, ich hab noch eben den Anhänger geholt, aber kann ich auch jetzt machen.
glaube, die Baumtexturen wurden auch verändert hier mit der Map, wenn ich jetzt richtig. Speziell ist für die Map? Also nicht allgemein im LS, sondern nur auf der Map jetzt, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Das ist mehr so eine andere Nadelbaum-Textur hat. Mhm. Also von der Rinde oder welche Textur meinst du? Nee, oder die von den Nadeln, ja. Stimmt. Also glaube ich. Jedenfalls kam mir das sehr unbekannt vor eben. Also teilweise, ne? Ja. Also nicht alle, aber ja, genau. Die meisten, ja. So. Alter, diese weißen Spuren, das ist halt, wenn man die Grafik so hoch eingestellt hat, dann bleibt das halt auch so lange. Ja. Alter. Aber der Unimog sieht nice aus an dem Forstanhänger. So ja, ich finde das auch. Ich finde das optisch wirklich ein Highlight. Im Vergleich zu dem Unimog, den wir davor hatten, einfach so tausendmal besser. Ja. Der war ein bisschen oll. Ja. Ich sehe hier manchmal, ich wohne ja relativ nah an Feldern. Mhm. Und da sehe ich manchmal so ein MB. Track heißt der, glaube ich, ne? Ja, Emmetruck, ja. Ja. Das ist ja auch ein Monstrum. Ich kannte den vorher nur aus dem LS, weil, ich meine, wann sieht man den schon mal? Das ist ja eher ein unüblicher Traktor, so, ne? Ja, das ist schon älter und sieht man ja selten. Genau. Ja, genau. Und deswegen, ja, ich dann, aber fährt man nicht mehr hier. Ich glaube, es ist auch ein ziemliches Monster, was den Spritverbrauch angeht. Stimmt, ja. Ist ja auch schon einfach dadurch, dass er schon so alt ist und so. Und ja, und die alten Maschinen halt so viel PS hat, ne? Ja. Hier erstmal wieder an diese Forstschose hier gewöhnen. Aber der ist wieder aus, ne? Der Beast, oder was? Ja. Okay, ja, warte, ich guck gleich mal. Einfach aufgehört zu arbeiten. Was, wieso denn erst ausklappen? Das ist doch ausgeklappt. Das ist eine Arbeitshaltung. So kann ich nicht arbeiten. Jetzt. Und Action. Oh ja, wie das am Ende hier wieder aussieht. Links und rechts daneben, wenn die ganzen Baumstämme daneben dran liegen. So. Du hast ja auch sehr, sehr viel Bausimulator schon gespielt, ne? Ja, genau, ja. Ist das irgendwie vom Level abhängig, wann man dieses Hospital da machen kann? Du meinst dieses, was da so durch dieses Charity-DLC war? Ja, genau. Das weiß ich gar nicht. Also ich hatte, glaube ich, als ich das gemacht habe, war ich halt schon Level 20 wahrscheinlich, deswegen. Ah, okay. Weil irgendwie, im Moment wiederholen sich so irgendwie im Bausimulator so ein bisschen die Aufträge. Also da gibt's wenig Neues leider. Keine neuen Sonderaufträge. Achso, seid ihr gerade dabei und habt das Charity-DLC, aber es wird euch noch nicht angeboten, oder was? Ja. Und auch andere Aufträge, die werden noch nicht angeboten, was ziemlich schade ist. Okay. Welches Level seid denn ihr? Oder bist denn du? 17, glaube ich. Das ist ja schon eigentlich recht hoch. Ja. Aber so die Sonderaufträge aus den DLCs und so, habt ihr die schon? Ja, da weiß ich aber auch nicht. Teilweise weiß ich nicht so ganz. So Parkhaus oder dieses. Oder die Brücke? Nee, Parkhaus habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht, nee. Okay. Na gut, kann sein, weil ich halt. Gut, ich habe halt dann durch Level 20 vielleicht schon ein bisschen, dass das alles geht. Ja, im Multiplayer werden immer die Punkte aufgeteilt oder die XP dann. Achso, dann dauert es länger. Okay. Ja. Machst du mit Zengis zusammen oder mit wem machst du das? Ne, mit Felix. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Felix spielt. Bei den Namen habe ich schon mal gehört, aber jetzt so direkt sagen wir es nichts. Aber ich meine, ich spielt auch viel Omsi. Ja. Okay. Ja, kann sein, habe ich schon mal irgendwie gehört, ja. Habt ihr schon das neue DLC? Habt ihr euch auch schon angeschaut, ne? Habe ich gesehen. Also zumindest ja, den Titel mal gelesen mit dem Mobilbagger. Ja, genau. Aber der buggt im Multiplayer ein bisschen rum. Das heißt? Blöd. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber es hat nicht so viel Spaß gemacht, mit dem zu buggern. Es hat mit den älteren Buggern ein bisschen besser geklappt. Zumindest im Multiplayer. Im Singleplayer kann das anders sein. Was ich eigentlich schade fand, weil ich habe mich mega gefreut auf dieses... Ja, ging mir genauso, ja. Also ich war ganz froh, dass es jetzt halt dann rausgekommen ist. Ja. Ist ja schon länger jetzt draußen, aber ich bin halt noch nicht früher dazu gekommen, es mir anzuschauen.
Weißt du eigentlich, wie es hier beim LS so aussieht, erweiterungsmäßig? Kam da jetzt eigentlich auch nochmal irgendwas? Da kommt ja jetzt im Herbst diese Platinum-Edition und im Herbst kommt auch dieses Strohbergungs-Add-on und das wird, glaube ich, ganz cool. Okay, ja, das habe ich auch schon mal irgendwie gesehen, aber weißt du, was ich mir darunter vorstellen muss, Strohbergung? Das hört sich irgendwie so an, als ob es so eine Rettungsaktion wäre, Strohrettung. Ja, nee, aber das heißt tatsächlich Strohbergung, ja. Also auch im normalen Leben, sage ich jetzt mal. Und okay. Ich finde den Namen aber auch ein bisschen unglücklich gewählt, aber es heißt halt so. Und da nimmst du erstmal das Stroh auf und dann wird es irgendwie zu Pellets bearbeitet. Und das ist eigentlich echt ganz cool. Dann gibst du ein platzierbares Objekt, was du auf jeder Map halt auch nutzen kannst. Ja. Und dann kannst du das Stroh halt weiterverarbeiten und hast da die entsprechenden Maschinen dazu. Und das ist sehr, sehr cool umgesetzt. Ich habe das ja auf der Farmcon angespielt und das, ja. So, ich weiß nicht, ob der Fliegel gleich schon voll ist. Der vordere dann? Oder ich guck mal. Ja. Ja, der ist schon 100%. Muss mal wechseln. So. Wieder schade, dass das immer noch nicht die die Überladeanimation hat. Wobei ich auch nicht weiß, ob nochmal eine neue Version rausgekommen ist. Wir haben ja jetzt schon eine etwas ältere. Ja, ich habe auch nicht mehr geschaut. Also das vielleicht, ich schreibe es mal auf, dass ich mal nachgucke. Leon, so kann ich nicht arbeiten. Wieso, was jetzt los? Oder ohne Überladeanimation oder was jetzt? Ja, ohne Überlade. So. Ah ja, genau. Die Gamescom ist ja bald. Und da ist auch der Leon, wie ich erfahren habe. Ja, zumindest habe ich vor, genau. Also im Moment habe ich für Freitag geplant, 25. dahin zu gehen. Wenn ich dazwischen komme. Wir müssen hier dich am Aerosoft-Stand oder so treffen oder am Astragon-Stand. Also auf jeden Fall, ich hoffe mal, ja. Also mich würde es freuen, auch den einen oder anderen Zuschauer da zu treffen. Letztes Jahr war es ja ganz witzig, als dieser Junge vor dir stand, der einfach sprachlos war. Ja, der nichts gesagt hat, so richtig. Ja. Genau. Beim Zuschauertreffen, ja, ich erinnere mich noch dran. Den habe ich immer noch gut in Erinnerung. Die Mutter, die war da irgendwie, ich glaube, die hatte irgendwie so einen Unity-Media-Ausweis. Also ich weiß nicht, ob die haben sich bestimmt richtig Mühe gegeben, da reinzukommen. Und okay. Sind, glaube ich, nur wegen dir gekommen, ne? Weil der kleine Junge mich mal sehen wollte oder ja, so. Ja, genau. Dann Mutter hat mich ja auch gefragt, bist du Lion-Gamer? Nee, der kommt gleich noch. Und dann, war er da und dann kam kein Wort. so fasziniert, keine Ahnung. So, ja, sprachlos. War voll komisch, der hätte ganz normal mit mir reden können, ich meine. Ja. Vor allen Dingen in deiner Position ist ja dann auch blöd, was soll man dann da sagen? Oh, ja. Wie ist das Wetter heute? Ja, eben. Ich habe schon Spiele hier auf der Gamescom angeguckt. Wenn da nichts kommt, dann ist halt auch schwierig. Aber ich weiß gar nicht, wie hat die Mutter denn darauf reagiert, dass da nichts rauskam aus dem Mund? Weiß nicht, die hat mit mir kurz ein bisschen gesprochen und so. Achso, die hat mit dir gesprochen. Was hat sie dich denn gefragt? Oder was weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas noch mit YouTube hat sie mich gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas mit. Wie lange ich das vielleicht schon mache oder wie ich dazu gekommen bin oder sowas und so. Und. Ich glaube, was ich so spiele, ich weiß aber nicht genau. Und ich weiß nicht, ob sie dann ihn auch noch probiert hat, so ein bisschen dazu zu bringen, dass er auch mal was sagt halt. Ja. Aber sonst war es eigentlich ganz cooles Treffen. Also da. Ja, es war ganz entspannt, ne? Aber dieses Jahr wollte ich das nicht machen, weil letztes Jahr war es ja schon so, dass diese Security-Frau da so rumgeisterte. Echt? Habe ich die gar nicht mitbekommen? Ja, die sehen das wohl nicht so gerne, deswegen. Ja, aber es war jetzt ja auch nicht so übertriebener Ansturm, dass jetzt irgendwie. Nee, genau. Dass so auffallen würde, oder? Das war ja klar, dass da nur 2-3 Leute kommen würden. Wobei es waren, glaube ich, sogar mehr als 2-3, aber es war ja einfach nett, mal kurz so zu quatschen und so. Genau, ja. Ja, und genau. Weil da halt jetzt nicht so viele waren, dachte ich jetzt, das wird jetzt auch keinem richtig fehlen, wenn wir das jetzt dieses Jahr nicht machen. Ja. Ja, bei mir ist eh so, dass ich nicht ganz genau weiß, zu welcher Zeit und so es mir da am besten passt, deswegen werde ich auch nichts machen irgendwie. Ich fahre dann auch am Sonntag zu den Simulator-Tagen in Koblenz. Ich weiß nicht, ob du auch da bist. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch nichts wirklich davon gehört oder was das genau ist. Also da wird der Lotus-Simulator präsentiert, dachte ich mir, guck ich mal. Warum sie das? Ja. Ist es schon so weit, dass sie da was zeigen kann? Ja, ich weiß nicht. Also es ist, glaube ich, eine ganz frühe Version. Ich weiß nicht, was man da dann sehen wird, aber... Aber sonst ist ja in die Öffentlichkeit noch nichts gekommen irgendwie, ne? Nee. Das aussieht natürlich schon interessant. Weil die ja wirklich gar nichts preisgegeben haben bisher. Ja, auf der Facebook-Seite halt.
Echt? Ah, da gibt's schon Bilder? Ja, da kommt immer mal was. Und wie sieht's so aus? Ja, was zeigen die da so? Kann man eigentlich noch nicht so viel zu sagen. Musst dir einfach selbst angucken. Okay, weil ja. Also kann man jetzt schlecht beschreiben. Ist schon anders als Omsi, aber es erinnert auch irgendwo an Omsi wieder. Aber ich weiß auch nicht, ob das so jetzt, weil man sieht halt echt noch nicht so viel, ob das jetzt so repräsentativ ist. Ich weiß auch gar nicht, was macht eigentlich die Uhr? Ich habe jetzt nicht drauf geschaut. Wir sind jetzt genau bei 15 Minuten ungefähr. Ah, mein Gespür, das Let's Player-Gespür. Ja. Ich habe so viel aufgenommen in den letzten Tagen. Das Gespür für 15 jetzt, Minuten. Jetzt weiß ich die 15 Minuten. Ja, genau. Gut, ja Leute, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge hier angekommen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, im Video einen Daumen nach oben zu geben. Und dann ja, hören wir uns in der nächsten Folge von Let's Play hier wieder. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.